So, der Schilling meldet sich zurück ins Welt von Zombies Ate My Pizza. Ich bin im nächsten Gebiet und weiß jetzt auch, warum ich so viel schwächer war als die anderen in der Gruppe. Und zwar kann man seine Waffe irgendwie aufwerten, Augment nennt sich das, und dann wird sie doppelt so stark. Da braucht man allerdings Items aus den Nightmare Dungeons. Ich möchte aber jetzt erstmal ein World Event machen, welches ich noch nie getestet habe. Deathmatch Melee. Und... oh, das ging aber schnell. Aha, Moment. Das Deathmatch endet in 9 Minuten. Oha. Ich bin jetzt in der Warteliste. Ja, mit meinem Battle Rating werde ich dein gefundenes Fressen sein, aber egal. Aber egal. Hier sind die Top 3. 110 Kills hat da einer. So. Sehe ich auch das Level von denen? 4 Leute. Deathmatch. Jeder gegen jeden. Coole Sache. Bin ich gespannt. Da gibt es ja echt mordsmäßig viele Dinge. Events, PvP, sogar Gruppen-PvP und Militias und... okay, mal schauen, die stellen hier alle mal die Kanonen auf, dann mache ich das auch. Wow, 4000! Was zur Hölle? Was zur heiligen Hölle? Wie macht er hier 4000? Dieser eine Spieler killt alle. 4000er Crit, 14000 Crit, der macht mich mit einem Schlag. Alter Schwede. Wird er nicht nach Level sortiert? Das wäre ja mal heftig, wenn die nicht nach Level sortieren. Oh, Moment. Ich critte auch für so viel? Ah, wurden da die Damage-Zahlen einfach höher geschraubt, oder wie? Nö, jedenfalls, die haben alle hier keine Kills, außer einer. Oha. Oha. Hui, da kommt was runter. Hilfe. So, helft mir doch. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen... ah, nur noch eine Minute. Ein bisschen anders vorgestellt. Und ich hier so ganz kleine Zahlen und der... bam! 5000 Crit. 5000 Crit. Ist zwar nett, aber schade, dass da nicht irgendwie nach Level sortiert wird. Oh, und ein One-Shot. 17 Kills. Junge! Was geht mit deinem Leben ab? Player 3, du bist brutal! Oh mein Gott, da würde sich... Helene würde sich da aber im Grab umdrehen, wenn sie das sehen würde. Ja, bitte erlöse mich von diesen Höllenqualen. Mach, dass es aufhört. Bitte, mach, dass es aufhört. Endlich, es muss schnell aufhören. Das habe ich mir etwas anders vorgestellt. Und mit etwas meine ich komplett anders. Oha, ich gehe trotzdem immer auf Player 3, das sollte ich eher vermeiden. Der hat aber bestimmt den Spaß seines Lebens. Yo, oh, Battle Rating nur 85000. Ach, nur Level 48. Okay, ist ja logisch, dass der da dabei sein darf. Also Matchmaking sollte man vielleicht noch arbeiten, würde ich sagen. Ich habe aber sogar... habe ich diese Ehre bekommen? Das fände ich aber nett. Da würde ich sogar direkt nochmal mitmachen. Oh, schade. Cooldown. In ein paar Sekündchen. Okay, was gibt es für Belohnungen? 1000 Ehre, 200... 1, 2, 3... nicht, dass sie da Punkte reinmachen. 200.000 Seelen. Jo, ich dürfte nochmal teilnehmen können. Wie gesagt, mein Charakter ist noch sehr schwach, um es sachte auszudrücken. Aber wenn da ein 48er mit einem Battle-Rating von 90.000 rumlaufen kann, mit einem 20... vor allem, das ist ja das beste Indiz, um die fairsten Kämpfe zu gestalten. Da kann man direkt, sagt man einfach, 1000 plus minus vom Battle-Rating und alles geht klar. Aber nö, einfach das Vierfache, genau, als ob ein Boxweltmeister Kindergartenkinder verprügeln würde. Jo, das macht Spaß. So, Player 4 hat nicht viel.
Auf den will ich. Yes! Oh, schade, das war nicht mein Kill. Okay. Player 3 mal wieder der krass übertriebene. Aber Player 4 stirbt schnell. Den möchte ich mir schnappen. Komm schon, Player 4. Ich will einen Kill. Player 4. Doppel-D hat noch immer nichts. Da ist immer einer dabei, der so abgeht wie Toastbrot. So, Player 2. Oh, ich mache ja hier... Aber der muss auch mal bald sterben. Hoffe ich. Oder... 50.000! 50.000! Ich wiederhole, Entschuldigung. Ich muss es noch wiederholen. So, Player 4, bitte. Obwohl, der hat auch zwei von diesen Symbolen, aber der... Oh, one shot! Okay, ich weiß, dass ich hier erstmal kein PvP mehr betreiben werde. Das ist einfach ein bisschen zu heftig. Zu heftig für mich, wenn der mich one-shotten kann. Ich bin aber schon gespannt wieder auf die Level. Ist aber lustig, dass immer einer dabei ist, der alle Kills macht und der Rest nichts. Wow, Doppel-D hat einen Kill. Oha, oha, haltet mich zurück. Ich gehe so richtig ab, haltet mich zurück. Doppel-D hat einen Kill. Ich bin unstoppable. Ey, ich gehe so richtig ab gerade. Mein Kill, da kommt so schnell keiner mehr ran. Mit einem Kill bin ich Imber. Aber wenn man da seine Waffe einfach einmal augmentet und dann hat man doppelt so viel DPS, na, da wundert mich aber gar nichts mehr, dass hier so krasse Crits zusammenkommen. Man muss sich echt viel Zeit nehmen, um seinen Charakter auch hochzustufen. Nicht nur leveln, leveln, leveln. Oh, ach, der hat diesmal nur 100.000. Das ist ja in Ordnung. Hier hat der hat viermal so viel, drei, viermal so viel. Der hat mehr als doppelt so viel. Vom Level her natürlich nice. Da wundert es mich, wie ich einen Kill abstauben konnte. Naja, also es ist auf jeden Fall besser, wenn man auf einem neuen Server beginnt und dort versucht, der Höchste vom Level zu sein. Weil das gibt auf jeden Fall Vorteile. Geringe, gewissermaßen. Ein paar Vorteile hat man, nicht so extrem, aber ja, außer dass man viermal so stark sein kann wie ein anderer. So, jetzt aber eine Runde möchte ich noch machen. Hilfe, so. Ach, das ist alles. Ein Multiplayer-Nahkampf-Turnier. Und die Punkte werden so verteilt, je nachdem, wie viele Kills man abstaubt. So, das Event geht noch eine Minute. Also dürfte eine letzte Runde drin sein. So, das ist natürlich sehr vielsagend. Player 4, 3, 2, vor allem die Reihenfolge. 1, 2, 3, 4. Egal, so, ist das mal eine andere Map oder wie? Aber die laden so lange, die müssen erst ihr krasses Battle-Rating hier hineinladen. Ist verständlich. Okay, Player 2 hat einen lahmen PC mit Holz-Internet. Auf den gehe ich zuerst. Player 2. Ah, andere Map, Tatsache. So, Player 2 hier. Oh, nicht mal den bekomme ich down. Er einfach mal 21.000 und ich so 700, 400, 400, nichts, nichts, nichts. Der ist der Beste, obwohl er den lahmsten PC hat. Den langsamsten von allen. Und der geht am krassesten ab. So, alleine das Geschütz würde mich schon töten. Deshalb muss ich da wegbleiben. Wo sind die anderen alle? So, der ist eingefroren. Alle auf Player 3. Alle auf Player 3. Boah. Wie ich ihn tausendmal treffe und er mich einmal und mich killt. Oh. Player 4. Wie soll ich dich nennen? Sweetheart. Boah, der eine geht ab. Was hat der? Drei Buffs hier? Bam. Und wieder. Einer, der alles macht? Ich erkenne da... Okay. Ich erkenne da ein gewisses System dahinter. Okay, also. Auf die To-Do-Liste für Zombies Ate My Pizza schreiben. Am Matchmaking arbeiten. Bitte, danke. So, das Event ist zu Ende. Ich kann zur City zurück.
Und das werde ich auch machen. Ja. Es gibt hier irgend so ein Oster-Event. Da... Hallo, wo bin ich? So. Da ist der Händler als Osterhase verkleidet. Aber, yo. Ich muss auf jeden Fall beim nächsten Mal dann in einen Nightmare-Dungeon, um meine Rüstung zu augmenten. Yo, denn das kann so nicht weitergehen. Nö. Aber zum Abschluss werde ich jetzt hier mal den Minimac ausprobieren. Ob man den zumindest solo schaffen kann, dass ich mein Battle-Rating ein bisschen verbessere. Ich hatte in den letzten Tagen nicht so viel Zeit zum Spielen, also habe ich immer nur so offline die Blitzkämpfe durchgeführt. Aber da bleibt man auf jeden Fall auf der Strecke. Das Level steigt zwar, aber man sieht ja, das Battle-Rating, oha, oha, oha. Nicht von schlechten Eltern, die Jungs und Mädels hier. Nicht von schlechten Eltern. So, da dürfte am Ende dann ein Boss warten. Hier ist er schon, der Minimac, Stufe 25. Den hätte ich schon längst machen sollen. Ich dachte mir vielleicht fürs Video und dann bin ich immer höher geworden und höher. Und die Daily Missionen und noch mehr und noch mehr. So, für die Schuhe, die Blaupause. Habe ich die schon oder nicht? Schuhe bin ich mir nicht so sicher. Lade bitte schneller. Aber Wochenende, die Leute ohne Ende. Sie suchten die Zombies und auch die Pizzas. So, das dürfte hier das Teil sein. Nee, habe ich noch nicht. Sehr schön. Reforge. Bisschen besser geworden. Hat sich mein Battle-Rating auch verbessert? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Schuhe. Muss ich direkt ein bisschen aufwerten. Plus 15, plus 15. Yo, yo, yo. Okay. Edelsteine kann ich auch hier. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Aber das ist alles so teuer. Ich weiß nicht, wofür ich mein Geld ausgeben soll. Hier schon oder eher warten. Naja, da könnte ich überall die Edelsteine reinsetzen und dann aufwerten. Ich muss echt an meinem Battle-Rating arbeiten. Nur nebenbei so questen. Das läuft nicht. Das läuft nicht. So, hier gibt's noch was. Da. Ja, okay, es geht voran. Ach, so krasse Unterschiede macht das. So, hier auch, dann das kann ich hier sogar upgraden, den Rubin. Ja, wieder ein bisschen verbessert, na gut. Okay, Deathmatch, eher, ich weiß nicht, vielleicht wäre es sogar besser, langsamer zu leveln und sein BR hoch zu pushen oder einfach so schnell leveln wie möglich, um der Allerbeste zu sein, wie keiner vor mir war. Dun, 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 dun. Und dann geht's einfach beim nächsten Mal weiter aus der Welt von Zombies Ate My Pizza. Spieletrend, oh Spieletrend, unser Chilling Chill.